Herzlich willkommen zu diesem Test. Wir haben für euch von Revell Control das Storm Monster. Ist eher so ein bisschen für Kinder gedacht, schätze ich mal, aber hat einige coole Funktionen. Daher hat es das Teil auch hier zu uns in den Test geschafft. Und ja, wir schauen mal drüber, was das Teil kann. Also sieht schon mal aus wie so eine Art Panzer, futuristisch, keinem Originalfahrzeug nachgebildet. Ja, das Teil kann Offroad fahren, durch Schnee und durch Wasser. Das klingt auf jeden Fall ganz interessant. Daher packen wir jetzt gleich mal aus und gehen dann natürlich Auto und testen diese Funktionen durch. Ja, wir haben zwei verschiedene Driving Modes, also an Land und an Wasser. Das Teil ist wasserdicht, Superspin, das heißt, kann sich wohl auf der Stelle drehen und es ist ein Amphibienfahrzeug. Ja, also unten sieht man, wie das Teil dann auch im Wasser fahren soll. Schauen wir hier an die Seite, was hier aufgeführt ist. Kettenfahrzeug und Boot in einem, Transformation auf Knopfdruck, fährt leicht durch Schnee, Wasser und über Land, aufladbarer Lipo-Akku und USB-Ladegerät. Ja, hier hinten ist das Teil auch nochmal in seinen verschiedenen Funktionen aufgeführt. Hier die Abmessung 225 mm Länge, 125 Höhe, 210 Breite bei 780 Gramm. Fernbedienung ist natürlich enthalten. So, wir machen auf. So, da seht ihr das Teil auch schon. Hier ist übrigens die Fernbedienung, die schauen wir uns gleich an, aber wir gehen erstmal zu dem Fahrzeug. Ja, wie gesagt, sieht aus wie so eine Art Future-Panzer. Diese Ketten sind relativ weich, also das ist so biegbares, ja, mittelweiches Gummi. Kann mir schon vorstellen, dass das Teil damit relativ gut geländegängig ist. Hier von unten mit so einer, ja, hoffentlich wasserdichten Abdeckung. Hier ist der An-Ausschalter, auch wasserdicht. Ja, wir entfernen direkt auch mal diese Sticker hier. So. Dann seht ihr auch schon, ich mache es jetzt mal per Hand, aber wie sich das Teil entwickelt oder transformieren kann. Das ist der normale Landfahrmodus und Schneefahrmodus. Und ich denke, zum Schwimmen klappt es dann auf. Hat dann diese beiden Schwimmelemente und wird wohl durch die Ketten einen Vortrieb erreichen. Ja, also optisch, ja, es ist halt für Kinder. Ich finde es als Erwachsener jetzt nicht so gut optisch. Aber für Kinder kann das Ganze dann natürlich etwas anders aussehen. Wichtig sind natürlich hierbei auch die Funktionen. Und darum geht's. Wir haben die Fernbedienung hier. Das hier wird schätzungsweise mal der Transformationsknopf sein, wenn wir gleich ausprobieren. Hier vorwärts, rückwärts. Leider keine stufenlose Lenkung, sondern mit so Druckpunkten. So, wir werden das Storm Monster jetzt nehmen und rausgehen. Mal abchecken, was das Teil im Wasser kann, was das Teil in Land kann. Ja, viel Spaß dabei. So, wir sind outdoor für euch mit dem Revell Control Storm Monster. Da ist das Teil. Er kann sich auf der Stelle drehen, geradeaus fahren, rückwärts fahren und hat eine Amphibienfunktion. Und die testen wir jetzt mal, weil wir fahren mit dem Teil jetzt mal direkt ins Wasser. So, da ist die Amphibienfunktion schon. Ich habe gesehen, das Teil hat sich ausgefahren. Und wir fahren ein bisschen geradeaus, mitten auf den See raus. Ja, es spritzt wild, aber das Teil fährt echt relativ gut. Natürlich nicht allzu schnell. Aber es fährt, kann damit Flüsse überqueren und auch in den See reinfahren. Echt ein ganz gutes Feature. Man kann sich natürlich auch im Wasser auf der Stelle drehen, ähnlich wie draußen. So, dann fahren wir gleich mal wieder raus, klappen mal automatisiert wieder ein und fahren an Land weiter. Ja, da tut er sich ein bisschen schwer. Müssen wir wohl ein Stück näher irgendwie an Land ran. Ah, so, jetzt haben wir ihn rausgekriegt. Jetzt geht die Action direkt an Land auch weiter. Entschuldige mich schon mal für den Ton, es ist etwas stürmisch hier. Überhaupt kein Problem. Hier ist eine etwas steilere Erhöhung, wir probieren es mal. Auch das kein Problem für das Teil. Ja, hat er dann doch geschafft. Also wirklich sehr gut, dann fahren wir mal wieder runter.
Ja, also meiner Meinung nach wirklich ein cooles Spielzeug, vor allem für Kinder. Klare Kaufempfehlung, funktioniert alles wie versprochen. Die Funktion im Wasser ist ein bisschen langsam und der Übergang Wasserland war zurück an Land etwas schwierig, aber der Rest funktioniert wirklich hervorragend und es macht auch wirklich viel Spaß. Also daher, klasse Fahrzeug, Kaufempfehlung von mir. Und ja, ich habe noch ein bisschen Spaß jetzt damit.